Hey Leute, ja, mal wieder eine ganz kurze Statusmeldung von mir heute. Ich war in Löbau bei den Ostsächsischen Eisenbahnfreunden e.V. Die hatten heute ihre Maschinenhaustage. Machen die jedes Jahr so eine Art Lokfest. Da zeigen sie ihre ganzen Loks, die sie haben, und massenweise Waggons. Man kann eine Rundfahrt machen mit einer Dampflok direkt im Führerstand oder man macht eine Rundfahrt mit einem kleinen Dampfzug. Mit dem Schienenbus haben sie auch noch. Könntest du auch noch eine Tour mitmachen? Dazu hatten sie dann einen Shuttlebus zum Modelleisenbahnclub in Löbau. Die haben dort auch einen riesengroßen Raum mit einer riesengroßen Modellbahn. Und unter anderem hat er auch einer eine kleine Platte mitgehabt. Da hat er der Olsenbande nachgespielt. Oder beziehungsweise nachgebaut. Die Olsenbande fährt nach Jütland, den Film kennt ihr ja sicher alle, wo die den Bunker da sprengen, diesen alten Nazi-Bunker. Da haben sie richtig die Geschichte nachgespielt. Egon Olsen, das siehst du erst, Egon Olsen steht da im Bunker irgendwo, das haben sie auch nach unten verlegt. Ist ganz blöd, dass das nie aufgenommen hat, die Kamera. Dann sieht man, wie die da hier die mit diesem Wagen da abhauen. Dann haben sie die Autopresse. Der parkte ja das Auto irgendwie aus Versehen unter der Autoverschrottungsanlage. Und dann wurde das Auto ja geschrottet aus Versehen. Das haben sie dort auch nachgebaut. Ich habe bloß zwei kleine Bilder davon gemacht, oder drei, vier. Ich habe mal kurz gegoogelt. Es gibt ein Video von dieser Modelleisenbahn, die dort ausgestellt wurde. Da war das Ding Nein, ich noch im weiß wirklich Bau. nicht, ob ich darf. Klickt mal oben, ich habe den Link da oben eingeblendet, beziehungsweise sonst guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr die Anlage sehen. Einwandfrei. Ja, trotzdem, danke fürs Gucken, viel Spaß mit den Bildern. Drückt mal auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Und tschüss. Guten Tag, Sie können uns sicher sagen, wo man hier etwas zu essen bekommt.